Wir sind sehr dankbar, dass das jetzt alles geklappt hat. Wir sind fast 5 Sekunden schneller als der bisherige Rekord. Wir haben ja nicht unendlich viele Möglichkeiten, das zu proben. Von daher ist dann immer am Tag, an dem es drauf ankommt, auch noch ein bisschen Feintuning nötig, was den Luftdruck angeht. Wir haben ja hier bei dem RS3 die Möglichkeit, unterschiedlich stark die Hinterachse übersteuern zu lassen mit dem Torx-Splitter, dem neuen. Und das kann man dann auch noch feintunen in Abstimmung mit dem Luftdruck. Und von daher haben wir uns da versucht, vorzutasten.